Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Weltwoche Daily, die andere Sicht, am Montag, dem 26. März 2018. Heute, Sie sehen es, bin ich an der Basler Uhren- und Schmuckmesse und zwar im Epizentrum am Hauptstrang, an der Hauptschlagader dieser glorreichen Messe. Hier alle die ganz weltberühmten Schweizer Marken. Ich drehe mal kurz hier hinten, da überstrahlt ganz hell, das ist Patek Philippe vor mir. Ich drehe jetzt hier mal kurz, das ist Rolex. Ich blende es mal so rein. Ja, man sieht es jetzt nicht. Warten Sie kurz. Rolex, Sie sehen es. Also hier eine wirklich jetzt der Dreh- und Angelpunkt der internationalen Uhren- und Schmuckindustrie. Die Schweiz ist ja interessant im Moment, ganz speziell interessant. Die Schweiz als Insel der relativen Vernunft in diesem Ozean des Wahnsinns, der sich weltpolitisch abbildet. China und Amerika, Amerika und China gehen aufeinander los. Dann Türkei, Griechenland, überall knacht, knirscht und schepperte es, eine große Aufgewühltheit, emotionale Zuspitzung überall auf der Welt. Aber da gibt es ja diese Schweiz, diese neutrale Insel der relativen Ruhe und Vernunft. Und man sieht eben in diesen aufgewühlten Zeiten, wie wichtig, meine Damen und Herren, diese Neutralität eben ist, dass die Schweiz ein Ort ist, wo man sich respektvoll begegnen kann, der ganzen Welt offen gegenübersteht. Heiraten müssen wir deswegen nicht, müssen auch nicht irgendwo Mitglied oder Teil der EU werden. Wir können ja mit allem bestens auskommen. Und das sieht man an dieser Uhrenmesse, wie das geschätzt wird, dass eben in der Schweiz nicht dieses Moralisieren, dieses permanente Be- und Verurteilen stattfindet, wie das im Moment weltpolitisch wieder Mode scheint. Also die Schweiz in diesem Meer, in diesem Ozean der Aufgewühltheit, um nicht zu sagen in diesem Ozean des Wahnsinns, wirklich eine ganz wichtige Ruheinsel, ein Ruhepol. Das sollten wir noch viel stärker auch wirtschaftlich ausspielen von Seiten der Politik. Ich komme auf die wichtigsten Themen dieser Ausgabe zu sprechen. Steuerreform Schweiz, kamen schon darauf zu sprechen. Drei Punkte hier ganz kurz dazu. Erstens, diese Reform wird uns von der Europäischen Union aufgedrückt, aufgezwungen, aufgeknüttelt, könnte man sagen. Das ist fragwürdig und beweist für uns, dass eben das eine ganz schlechte Idee ist, wenn die Schweiz einem Verein beitreten sollte oder Teil eines Vereins institutionell angebunden werden sollte an einen Verein, der die Schweiz zum Beispiel in der Steuerpolitik diskriminiert und drangsaliert, also Hände weg institutionell von dieser EU, die so etwas macht. Also das ist der Ursprung dieser Steuerreform. Zweitens, wir sind natürlich für Steuersenkungen, deshalb stimmt die Grundrichtung dieser Reform, die jetzt in der Debatte ist, die stimmt. Es ist gut, dass in der Schweiz generell die Steuern für Unternehmen sinken, weil sie eben auf Druck des Auslands gewisse Steuerprivilegien für Finanzierungsgesellschaften wegfallen müssen. Also ist es richtig, dass man generell die Steuern etwas senkt, die Stoßrichtung stimmt. Mein Kritikpunkt allerdings ist, dass Finanzminister Ueli Maurer hier die Sache nicht gut genug macht. Er verkauft diese Reform zu oberflächlich, zu schlecht. Er redet nur immer von den Politikern, von den Finanzdirektoren. Er muss den Schweizerinnen und Schweizern verkaufen, warum das eine wichtige Reform für die Schweiz ist. Das Hauptargument sollte sein, dass wenn dieses von der EU aufgezwungene Steuerregime kommt, und das werden die durchsetzen, die werden auch internationale Firmen plagen, die in der Schweiz bleiben, wenn sich hier nichts ändert. Das Wichtigste ist, wenn die Schweiz diesen Firmen nicht entgegenkommt, gehen die weg, die sind hochmobil und dann gehen die Steuern für alle hoch. Und das müssen auch die Linken merken, weil sie brauchen ja diese Einkünfte, damit sie ihre Programme zahlen können. Also hier noch eine zu abgehobene Argumentation von Ueli Maurer. Unglücklich von ihm auch, dass er in einem NZZ-Interview gesagt hat, dass er es keine gute Idee finde, wenn man ein Referendum gegen diese Reform mache. Das ist der ganz falsche Weg. Die SVP hier sowieso in den letzten Wochen etwas merkwürdig unterwegs. Auch im Bereich Olympia spricht man sich plötzlich gegen Referenden aus. Jetzt auch vom Finanzminister so kritische Töne, eine neue pseudo-aristokratische Abgehobenheit. Oder was ist das? Hier muss man kritisch hinschauen.
Zweites Thema, Facebook. Hier geht es weiter. Die haben, Sie haben das gehört, man hat vernommen, dass anscheinend, man weiß noch nichts Genaueres, Facebook-Daten politisch verwendet werden sollen im amerikanischen Wahlkampf, aber auch bei der Brexit-Kampagne. Ist das ein Skandal? Die Medien schreiben darüber, als sei es ein gewaltiger Skandal. Ich sehe das etwas unaufgeregter, ich sehe das etwas weniger spektakulär, im Gegenteil als seinerzeit Barack Obama. Sie erinnern sich, der frühere amerikanische Präsident, als er mit neuesten technologischen und Social-Media-Mitteln, Facebook, Twitter und so weiter und personalisierten Daten seinen Wahlkampf gewann, wurde das allerorten als visionär und großartig bezeichnet. Jetzt, wo das die Rechten machen, Trump oder eben die Brexit-Freunde in den Vereinigten Staaten, in den Großbritannien, soll das plötzlich ein Verbrechen sein. Also wenn zwei das Gleiche tun, ist das eben nicht immer das Gleiche. Wenn es die Linken tun, dann kommt das in den Medien gut weg. Wenn es die Rechten tun, etwas weniger. Jetzt muss ich ganz kurz meine Hand wechseln. Entschuldigen Sie. Ja, das ist ja die Tücke von Weltwoche Daily, dass ich hier mein eigener Kameramann bin. Und das erfordert einiges Stehvermögen, aber eben auch Kraft im Arm. Facebook, wir hatten das jetzt, das nächste Thema, das Gerangel zwischen der Türkei und Griechenland. Für mich ein beunruhigendes Thema. Es geht hier um Inseln, um eine Insel, die sehr nahe an der türkischen Grenze liegt. Da erhebt Erdogan einen Anspruch darauf. Keine guten Entwicklungen hier. Ich hoffe nicht, dass die Türken vom Beispiel Russland, Krim, annexionsfreudig geworden sind, integrationsfreudig, eine ganz schwierige Sache. Was aber in diesem Zusammenhang besonders beunruhigend ist, meine Damen und Herren, besonders beunruhigend, was man im Auge behalten muss, die Türkei hat heute in der NATO die zweitgrößte Armee hinter den Vereinigten Staaten. Ja, Sie haben richtig gehört. Die Türken haben die zweitgrößte Armee in der NATO hinter den Vereinigten Staaten, größer als zum Beispiel die britische Armee, größer als die Bundeswehr. Und das ist eine ganz schlechte Sache. Da ist die Verteidigungsfähigkeit auch der NATO nicht ausreichend gewährleistet. Und wir haben gerade am Wochenende Meldungen aus Deutschland erhalten, wo hohe Militärs, ein ranghoher Marineoffizier, hat sich ganz kritisch geäußert über die politische Führung der Bundeswehr. Das sei quasi eine Zeitgeisttruppe, die sich mehr mit Kinderkrippen statt mit Waffensystemen auseinandersetzt. Also die politische Führung, und das sei ganz schlecht, da ist einem der Kragen geplatzt. Also das sind zwei Schlaglichter. Während die Türken hier aufrüsten und ausgreifen, die NATO selber, Pfeilerstaaten der NATO wie Deutschland, militärisch in einem ganz miserablen Zustand, wenn sogar ranghohe Offiziere da austeilen, das eine schlechte Entwicklung. Zur Uhrenmesse in Basel vielleicht noch ein Wort. Es gab eine gewisse Polemik. Es gab eine gewisse Polemik, dass diese Messe an Bedeutung verlieren könne. Es gab auch ein Gerangel zwischen der Genfer und der Basler Uhrenmesse. Das hat sehr viel mit den beteiligten Firmen zu tun. Hier wäre sicherlich ein Kompromiss sehr, sehr wichtig. Wir haben zwei grossartige Messen in der Schweiz, die aber zeitlich so auseinanderliegen. Das ist dann ja fast schon ein Affront für die Leute, die aus der ganzen Welt anreisen müssen. Für mich jetzt als, sage ich mal, außenstehender, relativ teilnehmender Beobachter. Ich bin beeindruckt, wie innovativ die Uhren- und Schmuckindustrie hier arbeitet. Ich bin beeindruckt, wie viele Leute hier aus der ganzen Welt an dieser Messe dabei sind. Und ich würde gerade einmal versuchen, wenn gerade jemand vorbeikommt, jemanden hier zu fragen. Vielleicht, da kommt gerade jemand, Entschuldigung. Sind Sie, may I ask you, from where are you from? Oh, you are from Russia. My name is Roger Köppel. I'm a journalist from Switzerland. We're doing here this little program. So you're a guest from Russia. May I ask you, what are you in the watch industry or in the jewelry? In the watch industry. So let me ask you, what is your impression of Switzerland when you come to this fair here? Very satisfied, always. Always? I'm here every year, you know. Okay. And what is for you the most important quality of Switzerland in today's world? It's really difficult, but I like watches which are manufactured in Switzerland. Okay. You know.
I just said to our viewers that now when everybody in the world we have growing conflict, Switzerland is an island of peace. Would you agree? Yes, of course. Okay, very okay. Good. Thank you very much for coming and all the best. Bye-bye. Sie sehen hier also ein russischer Gast, der doch sehr angetan ist von der Schweiz. Ich versuche hier noch vielleicht jemanden aus Asien aufzuspüren. Die sind jetzt vielleicht alle beim Mittagessen. Lassen Sie mich hier kurz schauen. Ja, jetzt kommt gerade gar niemand. Ah, doch, hier ist jemand. Warten Sie schnell. Excuse me to disturb you. I'm from Swiss Television, Weltwoche. Hello. Hi. Where are you from, when I ask? China. Oh, you are from China. Yeah. Ah, very interesting. You come here every year? No, this is the first time I come here. Okay, so let me ask you, what is the most important quality of Switzerland for a Chinese woman? I think watch. Watch? Oh, that's and beauty also. Because and beauty. Okay. Yeah. And we see today's world is a bit full of tension everywhere. And it seems to us that Switzerland is somehow an island of peace. Relax. Yeah. Do you agree? Yes, agree. Okay. Yeah, and the pattern is quite slow compared with China. What is low? The pattern. Perfect. And what is the most impressive observation that you had so far in this Basel world? What has impressed you most so far? Well, I just come out from the Patek Philippe. The Patek Philippe. Okay, that's the very holy grail of watches. Very of impressive, and also, I think the watch, the technique is amazing. Oh, okay. And the second thing is, I think the outlet is fabulous. Oh, yeah, okay. I learned a lot from this. Okay. Yeah, you are everything. Also working in the watch industry, or you are not exactly just, okay. In jewelry. Ah, in jewelry. Oh, yes. Okay. And yes. When I may ask, in which town in China you're living? Beijing. Oh, in Beijing. Oh, yes. Okay. So many thanks for coming, and I hope you have a great stay in Switzerland. Thank you. Okay. I welcome you to China. Yeah, sure. Next time I will come. Okay. Give you a call. Okay, thank no you. Problem. Okay, bye bye. Okay, all the best. Okay. Okay, bye bye. Bye bye. Ciao. Okay, thank you. Ciao. Bye. Also, Sie sehen hier die Schweiz. Immer noch eine relative Insel der Ruhe und Stabilität. Mit diesen doch positiven Impressionen aus Russland und China verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Wir freuen uns dann wieder auf Weltwoche Daily, die andere Sicht. Morgen am Nachmittag geht es dann wieder los, dann aus Zürich. Besten Dank.